What's poppin', boys and girls? Ich, Jacqueline Bursch, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer veganen Kochstunde. Oh my fucking God, wie lange habe ich keine Folge mehr gedreht? Voll viele von euch wissen überhaupt nicht, dass es ein Format von mir ist wahrscheinlich. Und zwar war der ausschlaggebende Punkt der Geburtstag meiner Oma. Die ist nämlich 95 geworden und hat sich Spargel gewünscht. Und dann gab es ganz klassisch von meinem Papa, der hat gekocht, mein Papa ist ein sehr guter Koch, Spargel, Kartoffeln und Soße Hollandaise. Ich habe mitgegessen, nicht vegan, sondern vegetarisch. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe mich auf dem Tisch gewälzt. Also ich habe es nicht wirklich getan, aber in meinen Gedanken habe ich das getan. Und in dem Moment, wo ich das gegessen habe, ist mir aber bewusst geworden, wie sehr mir dieses Gericht gefehlt hat. Aber ich sage euch was, Leute. Ich habe sie gefunden. Die vegane Soße Hollandaise. Und wir werden sie heute zusammen kochen, damit ihr in der Spargelzeit, falls ihr vegan seid und noch nie eine vegane Soße Hollandaise gekocht habt, Spargel mit Kartoffeln und Soße Hollandaise essen könnt und genauso vor Glück sterben könnt, wie ich das gestern Abend getan habe. So, fangen wir jetzt aber an, damit wir hier nicht alles in die Länge ziehen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür 3 Töpfe, Kartoffeln, dann braucht ihr Spargel. Ich habe hier weißen vorgeschälten. Wenn ihr sonst weißen kauft, müsst ihr den halt schälen. Grünen müsst ihr nicht schälen. Ihr könnt das auch mit grünem Spargel machen. Dann braucht ihr Mehl, Margarine, Gemüsebrühe, Hafer-Cousin. Die ist richtig geil, Leute. Die kriegt ihr in Bioläden. Ihr könnt es auch mit Sojasahne oder Reissahne machen. Meine Meinung ist, es schmeckt, also ich mag Sojasahne sowieso nicht, aber es schmeckt am besten mit Hafersahne, weil Hafersahne ist so richtig dickflüssig. Weißt du, da wird es so eine richtig geile Sahnesoße. Und ansonsten braucht ihr nur noch Gewürze. Und zwar Salz, Pfeffer und Estragonblätter. Ich weiß nicht, ob ihr es mögt, aber für mich das Nonplusultra in Hollandaise. Zuerst setzen wir den Spargel und die Kartoffeln auf, bevor wir uns an die Soße machen. Ja, da weiß ich gar nicht groß, was ich zu euch sagen kann, außer ihr nehmt die Kartoffeln und macht sie halt ins Wasser rein. Ich brauche euch ja nicht erklären jetzt, wie man Kartoffeln kocht. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das von alleine hinkriegt. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Dann fangen wir mit Grundtutorials an, wie was ist Salz? Wie kocht man Nudeln? So, und je nachdem, für wie viele Personen ihr kocht, könnt ihr dann den Spargel reinmachen. Ich koche gerade für 4 Personen. Ihr könnt Spargel locker in Jutebeutel machen, dann müsst ihr nicht immer diese Plastiktüten mitnehmen. Wenn der Spargel im Topf ist, dann nehmt ihr einen Deckel und macht ihn oben drauf, weil dann nicht so viele Vitamine verloren gehen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das hat mein Vater gestern zu mir gesagt. Deswegen werde ich dieses gefährliche Halbwissen jetzt einfach in die Welt hinaustragen. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Soße kümmern. So, Schritt Nummer 1. Wir brauchen eine Mehlschwitze. Die besteht in diesem Fall einfach aus Margarine und Mehl. Ihr braucht 70 Gramm Margarine. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr das abwiegt, aber ja, ich bin irgendwie nicht so der Abwieger. So, dann nehmt ihr euch eine Waage und wiegt 20 Gramm Mehl ab. Ah, das war schon viel zu viel. Und jetzt nehmt ihr das Mehl und rührt das in die Butter ein und stellt den Herd ein bisschen runter, weil es darf nicht braun werden. Wenn ihr eine homogene Masse habt, dann stellt ihr den Topf kurz zur Seite. Wieso habe ich eigentlich keine Schürze? Es geht nicht. Man kann nicht kochen ohne eine schöne Schürze. Als nächsten Schritt braucht ihr einen kleinen Becher. Ich bin ein richtiger Rebell. Da ist die Naht und ich schneide hier. Wir brauchen nur 200 Milliliter und nicht 250. Hier sind 250 drin. Die könnt ihr euch also aufsparen und in den Kühlschrank tun. Als nächstes braucht ihr 200 Milliliter kalte Gemüsebrühe. Sinn der Sache ist natürlich, dass ihr die Gemüsebrühe vorher aufgekocht habt und sie dann kalt geworden ist. Weil ich aber ein faules Schwein bin, mache ich das nie und rühre das einfach ins Kalte rein. Das wird ja gleich eh aufgekocht. Die 200 Milliliter Gemüsebrühe kippt ihr dann auf die 200 Milliliter Hafersahne und verrührt es. So, jetzt holt ihr den Topf mit der Mehlschwitze wieder nach vorne, stellt die Flamme auf volle Pulle und während ihr rührt, müsst ihr das jetzt langsam da reinmachen. Also immer so ein bisschen. Gießt das Ganze vorsichtig rein. Wenn ihr an irgendeinem Punkt merkt, dass die Soße schon die Konsistenz hat, die ihr gut findet, dann belasst es ruhig dabei. And this is what it looks like. Damit hättet ihr nicht gerechnet, ne? Das habe ich gedacht. Ich habe nämlich auch nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, was für eine Scheiße hier.
Hafersahne, das kann doch gar nicht gut gehen. Das sind Sachen, die schmecken halt nur mit richtiger Butter. Arschlecken, schmeckt richtig geil, Leute, glaubt mir. Und jetzt muss alles schnell gehen. Jetzt müsst ihr eure Soße probieren und gucken, was ihr noch reinhaben möchtet. Einen ordentlichen Schuss Pfeffer. Dann brauchen wir Estragonblätter. So, und jetzt müsst ihr mal probieren, ob ihr noch Salz braucht. Also im Rezept steht ja, aber irgendwie, ich finde, die Gemüsebrühe ist schon immer so salzig, dass es kein Salz mehr braucht, auf gar keinen Fall. Es kann natürlich sein, wenn man irgendeine geile Gemüsebrühe benutzt und nicht die von Maggi, dass man dann vielleicht noch extra Salz braucht. Das kann natürlich sein, weil hier ist wahrscheinlich ein ganzer Schuss Glutamat drin. Natürlich. Natürlich, aber wenigstens sind sie nicht so heuchlerisch, es Hefeextrakt zu nennen. So, ihr müsst jetzt mal gucken, ob euch die Soße schon schmeckt. Ich mache immer noch einen kleines Schüsschen Weißwein rein. Wenn ihr den Weißwein so spät reinmacht wie ich, dann müsst ihr definitiv noch einmal aufkochen, weil sonst werdet ihr besoffen vom Essen. Und ihr könnt auch noch einen Schuss Senf reinmachen, aber nicht zu viel, weil das letztes Mal hat es schon doch sehr stark nach Senfsoße geschmeckt, die ich auch sehr gerne mag, aber es ist halt eine andere Sache. Ja, wenn ich Senfsoße will, dann koche ich mir Senfsoße. Wenn ich Hollandaise will, dann will ich keine Senfsoße. Und schon ist es fertig. Ich habe zu viel Senf reingemacht. Ich merke das. Ja, ihr müsst es ausprobieren, ob ihr es mit Senf mögt. Ich finde, es kriegt so eine herbe Note, das mag ich ganz gerne. Aber es geht dann wirklich so ein bisschen in Richtung Senfsoße. Und was soll ich sagen? Das war's schon. Ich warte jetzt nur noch, bis der Spargel in... Ich habe keinen Timer gestellt. Wie soll ich denn jetzt fertig wissen, wann das fertig ist? Jetzt müsst ihr nur noch warten, bis der Spargel und die Kartoffeln fertig sind. Und dann ist es fertig. Dann kommen Spargel und Kartoffel auf den Teller. Und dann kommt die Soße darüber. Wow, das habt ihr bestimmt nicht gewusst. Aber ich sage es euch trotzdem nochmal. Weil bei Jaco Busch gibt es auch extra Informationen, die man sonst nicht bekommt. An dieser Stelle werde ich euch einfach meine ganzen anderen veganen Kochstunden. Eines vegetarisch, der Rest ist vegan. Ja, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Vielleicht interessiert euch das gar nicht. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Happy Spargel-Time. Woo!